going down for real. So. Ja, herzlich willkommen zu Battlefield Hardline. Mein Name ist der WuppiLP und wir fangen in der Episode 2 weiter an. Ja, fangen wir mal an. Um das auch übermittelt. So, Episode 2 Abhang. Um mehr so über so, ja, nur diese Videos Battlefield oder Battlefield 4 habe ich Let's Play, dann Battlefield Hardline. Also schreibt mal in die Kommentare oder schreibt mal an Diskussion, was ihr Let's Playt, was ich Let's Playen soll oder was ich auch machen soll. Jetzt mal gerade Ausrüstung gucken. Dass ich auch wissen könnte. Ich nehme mal die normale Polizeiwaffe, die G17. Ich nehme die G17, die ist cool. Lass mal gucken. So, ganz schnell. Aber nix. Mit die normale schwarze. Dann haben wir auch hier nix. Okay. Auch nix. Nehmen wir die in beige. Taser. Oder die Gasmaske. Panzerung nehmen wir. Was gibt's hier noch? Und Munition. Schlagstock, ja, nehmen wir das. So. Haben wir jetzt Fakten? Das muss ich gar nicht wissen. Können wir ja weitermachen. Was bisher geschah? Ihr zwei kennt euch? Dann seid ihr jetzt Partner. Was muss ich zu Tyson Latchford wissen? Er vertickt Koks an Bonzen. Mittlerweile bekämpft jeder jeden und ich suche mir scheinbar immer die falsche Seite aus. Ja, das ist überhaupt nicht. Ich bleibe bei dir. Hände hoch! Sofort! Detective, wer ist das? Kennt sich mit Tabellen aus. Voll der Gangster, Mann. Voll der Gangster, Mann. Mit dem Apfel, das war auch geil. Also, Let's Play. Scheiße. Fangen wir mal ganz kurz an. Ja, verstehe. Es gibt zwei neue Leichen vor Manatee Bay. Benutzt sie doch als Bojen. Mendoza, hast du eine Sekunde, bitte? Oh, hier gibt's Stress. Oh, aufgepasst, alle Mann. Nachwuchsdetektiv in Eile. Oh, fick dich, du kleiner Hurensohn. Ich fick dich. Kai. Detective Dow ist wieder im Einsatz. Ihr Arzt war zwar dagegen, aber ich nicht. Bist du okay? Sport fällt flach, aber mir geht's gut. Das Koks, das du mit Stoddard gesichert hast, kommt aus Kolumbien. Und zwar mit dem Boot. Das hatten wir lange nicht. Normalerweise kommt alles über Mexiko. Was hat Tyson Latchford denn dazu gesagt? Mr. Latchford hat, wie sich rausstellte, einen sehr guten Anwalt. Hier. Das ist Lee Ray, alias Stingray. Kartellgroßhändler. Hat mich gestern angerufen. Hat angeblich Infos zum Drogenkrieg, der gerade in Miami tobt. Wir müssen Leo herbringen. Aber unauffällig. Nur wir drei dürfen davon wissen. Hier drinnen ist er eventuell genauso in Gefahr wie auf der Straße. Verstanden? Ja. Ja, Sir. Gut, dann macht hin. Ja, klarer Fall. Mit Sachen des Miamis. Voll geile Musik auch noch. Voll geil. Ah, schön. Und hat das recht? Gibt's bei uns Verräter? Wenn Dors besorgt ist, sollten wir es auch sein. Ja, die hat ja die linke Arm. Hey, alles okay? Ja, alles gut. Passt. Ich hoffe, die hilft mir, ne? Ich schwör. Korrupte Cops, das kapier ich nicht. Ach echt?
Wirklich? Ja, scheiß Arbeitszeiten und der Lohn erst. Ja, aber sonst ist doch alles toll, oder? Die Bullen da ist unser Mann. Also, Leute. Okay, bleib beim Wagen und pass auf. Bleib beim Wagen. Wachhunde, Leo? Blöde Idee. Wer ist das? Der wollte mit mir in den Zoo. Wollte eine bedrohte Tierart sehen. Ja, ist das denn zu fassen? Ich wollte Dawes sprechen. Und Dawes schickt uns. Wenn mein Handy das nächste Mal klingelt, dann will ich, dass Dawes dran ist und mir sagt, wann und wo wir uns unterhalten können. Ich will keine albernen Witzfiguren wie euch. Ich will echten Schutz. Ich verpasse mein Spiel. Gehen wir. Wie kannst du mir geben? Hey, Finger weg. So, das reicht jetzt mir. Man sagt, du hast Tyson Letchford erledigt. Beeindruckende Nummer. Mit wem haben wir es denn zu tun? Spar dir das für Dawes. Also, was sollen wir machen? Sagt eurem Boss, ich habe alles vorbereitet und ihr habt es versaut. Gib mir die Tasche, Leo. Sonst knall ich ihn ab. Leo, verdammt! Hey, oh, fuck you! Verarscht. Ich kann nicht zielen, also Kai, voll. Okay, irgendwie kann ich nicht schießen. Leute. Ach, jetzt kann ich zielen. Okay. Ja, irgendwie, ich dachte, dass es irgendwie im Spiel hängt. Aber der korrupte Cops, warum denn nicht auf der Scheiße? Du hast keine Chance, Leo! Bleib, wo du bist! Wo geht's hier? Du irre? Okay, nee, ich bin hier. Den hab ich nicht. Nee. Vorteil, den fäll ich. Nix Ärger hier, fickt euch. Er darf nicht rein. Boah, ich kann den treffen. Ah, so. Ich bin. Oh, scheiße. Wow. Halt die Fälle in der Innenstadt, am Elberhotel. Erst die Treppe hoch. Ich treff den ja. Oh. LOL! Ja, ich bin gestorben. Fuck, Alter, ich hab das nicht gesehen. Ja. Nee, nee. Alles klar, alles klar. Die Waffe ist geil, Mann. Die Waffe ist geil gewesen. Also. Da gab's nichts zum Schlägerei oder so. Voll geil, Mann. So, Kai, wer sind diese Typen? Die Schrotflinte ist geil. Benutze ich mal die Schrotflinte. Ich sehe ihn! Du hast keine Chance, Leo! Markieren die mal. Du und die Kopf, ihr seid tot! Keine Bewegung! Ich hab den anderen. Ja, ein bisschen markieren. Wenn du den Kopf siehst, krieg ich mächtig Ärger! Alter, Mann. Okay, die Nummer. Okay, hab ich mal hier. Schlag ihn ein. Fuck. Nee, fuck you! Diese Schlampe! 13 ist am Boden! Wiederhole! Alter, sag mal, keine Rückendeckung heute, ne? Keine Rückendeckung heute. Geht doch nicht, Jungs. Das geht doch nicht. Nochmal von vorne. Kai, wer sind diese Typen? Kai ist so geil, die Schlampe. Also, Schlampe nicht, sondern Frau, voll geil. Was ist das? Hä, was ist das? Da
Halt! Du hast keine Polizei! Chance, Leo. Alles klar, Nick. Nick. Wer mit dem Kopf redet, kriegt mehr Nick. So. Was haben wir denn nochmal? Aber dann. Ich greife an! Fick dich! Alle anhalten! 13 meldet direkt in Kontakt! Leo, bleib im Wagen! Erst die Treppe hoch! Nicht die Hand, Leo! Ich geh außen rum! Vorsicht, Nick! Wie treffen die mich immer? Oh, ich muss mich dicken. Ups. Wie, ich hab die Munition schon leer gemacht? Okay, warte mal. So. Die Frau macht das schon. Yeah, die Frau macht das. Ich muss... Warte mal, ich... Sein. Boah, die Frau ist so Angst gekriegt hat. Ich hab gedacht, die hat auch so eine Knarre. So, Scanner. Nick, da kommen noch mehr! Scanner. Ja, danke, ich sehe es. Und die ist, okay. Ist der auch irgendwie? Mendoza, per Haftbefehl gesuchter befindet sich in der Nähe. Ja. So, jetzt aber. Keine Bewegung. Genau, Junge. Mach es richtig. Schnappe dich. Ja, was machst du? Hier, Schatten, ne? Ja, ja. Du bist verhaftet! Der wollte hier losschießen, das geht hier nicht, mein Freund. Oh, die MP. Da, da drüben! Achso, das ist die falsche. Ach, der hat keine Munition mehr. Freund. Oh fuck! Frecher Junge bist du. Ganz frecher. Wir gucken erstmal hier im Scan. Haben wir schon mal das erste Stitchen? Der Dings. Hier mal gucken. Die täglichen Verkaufszahlen. Ja, okay. Die täglichen Verkaufszahlen. Ja, das ist sehr interessant gerade.
Finger sehr schmutzig gemacht. Ah, Leo. Ist ja über uns. Das ist über uns. Können wir nochmal scannen? Nein. Da ist keiner. Oder waren wir hier schon? Ja, ich glaube, hier waren wir schon. Ah, scheiße. Falsche Tür. Genau, hier waren wir. Ja, hier ist Get der, aber wo soll der sein? Ach, die Frau ist da hinten. Aber warum ist die hier gekommen? Ich weiß es nicht, Leute. Das machen wir gar nicht müssen. Ich muss auch hier. What the fuck, was war das denn gerade? Wurde ich geschlagen? Die Frau geht aber sehr weit. Was ist denn hier? Kann hier nicht. Hat Leo? Das Telefon kann man ihm gar nicht zugehen. Im Hotel müsste es eine Wachzentrale geben. Gut. Sag Bescheid. Der ist hier durch. Los, zumachen und runter! Er kommt vom Pool, Kai! Wichtige Durchsage für alle Gäste und Mitarbeiter. Es liegt ein Notfall. Wer sich im Zimmer befindet, soll die Tür abschließen und vom Fenster wegfahren. Nach euch, Leo! Sollte das Hotel sofort verlassen, ich bin jetzt erst die Polizei ist verständlich. So. Ich hab jetzt nicht alle gefunden. Oh, das ist schon jede Menge Zivilisten. Sag das den Idioten, die hier rumballern. Und dann in den Laden. Hab ich dich gekillt, Alter. Ui. Oha, oha, Leute. Okay, das war schlechter Versteck. Ein Officer hat's erwischt. Das war jetzt schlecht von mir. Ich war irgendwie total scheiße gerade, aber Leute, so ist das im Leben. Du kleiner Wichser. Kill. Bin ich gut. Ah, ich muss das scannen. Okay. Scannen. Oh, darf ich nicht scannen. Der ist doch gestolpert gerade. Ich gehe jetzt mal durch. Okay, mach ich. Ich hab da ist der Weg. Über der Lobby im ersten Stock. Bewegt er sich? Er ist in einem der Büros. Fuck, Nick, da kommen noch mehr in die Lobby. Sie dürfen mich nicht sehen. Geh irgendwie nach oben. Ich pass schon auf. Stand auf und findet Leo. Randy, die Lage ist beschissen. Ein Bulle hat den Laden hier komplett auseinander genommen. Ah, wir haben jetzt mal hier. Jetzt legt er einfach auf. Halt! Keine Bewegung! Wir sind am Arsch!
Randy will Leo, also schnappen ihn. Wo sind die Jungs mit dem Truck? Die kommen schon. Okay, ganz ruhig. Was ist hier los? So, wir fangen mal hier den an. Den da. Ich glaube, der greift mich da gleich an. Ich habe den Verdächtigen überwältigt. Ich glaube, der greift mich. Der andere greift mich an. Ich checke das. Nee, Kollege. Das reicht mir jetzt. So, Ende im Gelände. Also, mich doch. Doch, das ist gut. Oh, da sind ja noch mehr. Fuck. Boah, Jungs. Gibt's hier nicht Granaten? Mann, wie ist denn das mit dem Scheiß im Wort? Fuck. Granate. Jetzt haben die Angst, ne? Boah, alles klar. Was ist denn? Sehe ich nicht. Ich muss mal scannen. Guck mal, die hat eine Pistole. Ganz hart, mein Freund, ganz hart. Dafür, dass das dein erster Verrat ist, bist du ziemlich gesprächig. Hey. Oh, ja, was? Kai! Kein verdammtes Wort mehr! Kai! Oha, Alter, wenn man neu. Oh, Gott! Kai! Sag mal. Was soll der Scheiß? Die halbe Unterwelt von Miami schießt auf uns und du zerlegst Leo? Was zum Teufel soll das? Haben wir zwei etwa ein Problem? Das Hotel ist voller toter Drogendealer. Das ist das Problem. Leo braucht Schutz. Dann ist ja alles klar. Er sieht übel aus. Dann hilf du doch dem Penner auf die Beine. Hey, du hast ihn so zugerichtet. Nicht ich. Shit. Klasse. Komm, wer hat die der Typ geschlagen? Sie. Und jetzt kommen die Leute. Also fickt euch alle. Was zur Hölle ist das? Du kannst ihn später verhören, Mendoza. Wir müssen los. Hey, Detective. Nimm du sie. Ich will noch scannen, mein Freund. Lol, geht das nicht? Wir versuchen es durch den Haupteingang. Ich komme rüber. Ich sorge dafür, dass er überlebt. Also die von den Kollegen fahren. Ja, das ist jetzt die Scheiße. Hast du den Arsch schon nachgesehen? Hallo. Jetzt hab ich dich gesehen. Ah, ich muss mal Schrot finden. Doch brauche ich diese Scheiße. So, kommt Leute. Chef hier. Mann, das ist wieder hart heute wieder, Leute. Leute, mich verarschen. Wo ist der? Ja, ich bin auch schon. Den hab ich Kopftreffer gemacht. Ich muss scannen, Alter. Scannen. Hier ist eine Tür. Gehen wir mal rein. Scannen. So, Beweise von Leon oder was? Hotshot ist auf gehobene Kundschaft aus. So was. So ein frecher und das will ich nicht. Und dann eine Tür. Oh, ganz böse hier. Alter, der hat mich aber richtig abgefickt, Alter.
hier mal Ausrüstung wechseln. Leute, wollt ihr mich verarschen? So. So ist ein Mann. Hey, die rennen ja alle weg, alles klar, ich guck hier zu mir. Was hat Stoddard damit zu tun? Ja, das will ich auch wissen gerade. Warum? Hier drüben! Hier muss er sein! Ja? Rein mit ihm in den Truck! So. Truck einsteigen. Ups. Sollen doch rein. So bin ich der Fahrer. Kannst du den fahren? Ja, Leo, klar! Ist da los? Warum bin ich der Fahrer, bitte? Die Leiche fährt. Und du meinst, mein letzter Einsatz war ein Desaster? Okay, fahr los! Wir haben Leo. Wo soll er hin? Ich sehe wie ein Driver. Driver? Ja, so, die begrenzt. Okay, wir fahren über den Lauf. Nichts zu übersehen. Okay, geht klar. Er ist angewiesen. Ja, ich weiß das. Wo müssen wir hin? Auf der anderen Seite der Brücke. Also, ganz schlecht seid ihr. Oha. Da ist Dorf. Hubschrauber? Leo ist wichtiger als Blatt. Ich folge dem Gegen. Tja, was ich habe heute zwei Dinge gelernt. Improvisieren könnt ihr perfekt, aber ja, unauffällig arbeiten nicht. Sir, die Typen wussten, dass Leo da sein würde. Kann mir jemand erklären, was mit dem passiert ist? Gab's eine Schlägerei? Die Fahrt war holprig, Captain. Leo war nicht angeschnallt. Ach so? Helft ihm hoch! Sir, Leo war enttäuscht, dich dort nicht persönlich anzutreffen. Und ich glaube, man sollte ihn besser in Schutzhaft nehmen. Das sehe ich ganz genauso. Und du, Detective, hm? Bist du sicher, dass sich Leo auf der Fahrt verletzt hat? Ist das deine Antwort, wenn man dich fragt? Ja. Yes, Sir. Das ist sie. Gut. Ich bringe ihn an einen diskreteren Ort. Und jetzt verpisst euch! Ach, was war das gerade? Das war Vertuschung. Gewöhn dich lieber dran. Damit wir alle dieselbe Geschichte erzählen, Kleiner. Und welche Geschichte soll das sein? Die, in der wir rausfinden, wer uns gearscht hat. Sag mal. Und frech ist die auch noch. Das kann nicht wahr sein. Totale Schwulerei. Ach, den habe ich umgebracht. Ein dunkelhaltiger. Ah, scheiße. Warum habe ich den umgebracht? Eieiei. Und das sehen wir in der nächsten Folge. Für Battlefield Hardline. Oder was passiert jetzt? Ja. Ich sag ja, bis zur nächsten Folge für Battlefield Hardline. Und...